Wir setzen unsere Suche nach Vorbildern fort und greifen jetzt auf ein Ereignis zurück, das die Republik in Atem gehalten hatte vor der CDU. Ich meine den Abgang von Oskar Lafontaine und seine überraschende Perspektive, mein Herz schlägt links. Immer wieder wurde damals ja gefragt, kann er uns die Moral in die Politik zurückbringen und den Linken einen Weg weisen? Thomas spricht jetzt nur original Lafontaine. Ich steige ein in sein Buch, als der völlig naive Oskar Vorsitzender der Partei wird. Oskar fährt zu dem Parteitag. In der festen Gewissheit, dass sich nichts ändern würde, aber es kam anders. Ganz unverhofft hat Scharping bei seiner Rede einen schlechten Tag erwischt. Damit ist seine Abwahl von ihm selbst provoziert worden. Aber Rudolf will das nicht wahrhaben. Oskar, der einen guten Tag erwischt hat, muss also handeln. Er sieht ihn ab und am Ende singen sie gemeinsam Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Oder war es, wann wir schreiten Seit an Seit. Oskar erinnert sich nicht so genau, muss aber zu seiner großen Überraschung feststellen, dass Schröder in keiner Weise in der Lage ist, richtig zu singen. Die beiden plänkeln miteinander und wir erkennen, da haben sie sich noch gut verstanden. Aber wer wird Kanzlerkandidat? Joschka Fischer verbreitet Oskar, hat den bösen Blick und schlägt Schröder vor. Nun wollen sie gucken, wie Schröder in Niedersachsen abschneidet. Schröder gewinnt die Wahl, ruft Oskar an und bedankt sich bei ihm. Dein Stich in den Hals hat glatt 2% gebracht. Schröders Scham bewirkt, dass die beiden sich jetzt noch besser verstehen und auch Christa und Doris haben sich gut verstanden. Was gut ist, weil die besten Männerfreundschaften Schaden nehmen, wenn die Frauen sich nicht mögen. Und so gehen die vier geschlossen in die Bundestagswahl. Schröder wird Kanzler und Oskar schiebt ihm eine Kiste Cohiba-Zigarren, die mit einer roten Rose verziert war, hin. Von da an klappt gar nichts mehr. Sturkopf Scharping will Fraktionschef bleiben, weil er seinen Sturz nicht verwunden hat. Oskar will Müntefering, doch die Hartnäckigkeit Scharpings machen die Pläne zunichte. Dann schlägt Oskar Müntefering fürs Kanzleramt vor, weil er weiß, dass Schröder einen anderen will. Doch Schröder und Müntefering geraten heftig aneinander. Und Müntefering sagt bockig, mit dem mache ich das nicht. Nun will Oskar Peter Struck ins Amt setzen, aber Schröder mault, der quatscht mir zu viel, und kommt mit Bodo Hombach. Das ist ein Bruch mit der Absprache, die wir im Ritter St. Georg in Braunschweig mit einem Schnaps besiegelt hatten. Als Struck und Schreiner sich dann für den Fraktionssitz bewerben, macht Schröder ein Gesicht, als wolle er die ganze Welt vergiften, und sagt, du willst mir den Schreiner unterjubeln. Oskar ist sauer und will nun nicht ins Kabinett, aber dann will er doch. Wir sehen, dass die Personalentscheidungen zum Kanzlerkandidaten und zur Mannschaft ohne Streit über die Bühne gegangen sind. Sie regieren. Aber Schröder ist sauer, weil die Presse berichtet, Lafontaine dominiert. Außerdem läuft die Politik mit Frankreich falsch. Und Fischer lehnt sich eher an Albright an. Das kann nicht gut gehen, denn Oskar hasst ihn. Den angelsächsischen Kapitalismus. Und er mag nicht die Finanzmärkte, die nur den maximalen Profit kennen. Im Gegensatz zu ThyssenKrupp, die immer nur auf den minimalen Profit aussehen. Dann geht der Streit auf allen Gebieten los. Oskar hat versucht, mit der Ökosteuer den Niedriglohnsektor zu öffnen. Er will die Arbeitslosenhilfe abschaffen und genau das Sparprogramm machen, das jetzt kommt. Eichel hat ihn noch gebeten, mit seinen sparpolitischen Grausamkeiten bis nach der Hessenwahl zu warten. Oskars Vorschläge sind so grausam, dass die Zeit schreibt, auf dem Sonderparteitag verkündete Lafontaine eine Revolution in der Sozialversicherung. In wichtigen Teilen wäre sie keine Versicherung mehr. Eine so radikale Abkehr von der Sozialversicherung hat in den Volksparteien noch niemand vorzuschlagen gewagt. In dieser Zeit etwa beginnt Oskar zu begreifen, dass Schröder keine Ahnung hat. Zum Beispiel hat der nicht begriffen, dass Tony Blair keine neoliberale Politik macht. Der gute Blair bekämpft die Jugendarbeitslosigkeit mit Arbeitsdienst. Und zu seinen Prioritäten zählen Bildung, Gesundheit und Infrastruktur. Aber das weiß nur Oskar. Oskar kann sich gegen den anderen Hahn nicht durchsetzen und erkennt, der kann das nicht, weil Schröder immer der Erste sein will und kein Mannschaftsspiel kennt. Während Oskar von sich sagen kann, ebenfalls immer Chef sein zu wollen, aber im Team. Das unterscheidet die beiden. Oskar ist sauer und will zurücktreten.
beißt aber noch einmal die Zähne zusammen, weil er den Anschluss des Saarlandes an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn sicherstellen muss. Dann werden Absprachen nicht eingehalten, nichts koordiniert, der Teamgeist ist nicht vorhanden. Und die Frauen verstehen sich auch nicht mehr. Für Oskar ist deshalb das Maß voll. Bis dahin hat Oskar Lafontaine ein hochmoralisches Buch geschrieben. Vielleicht das einzige moralische Buch, das je ein Politiker verfasst hat. Das ist eine der wenigen Fehleinschätzungen von Rainer. Das erste und wahrhaft moralische Buch, das je ein Politiker verfasst hat, stammt von Hans-Ulrich Klose. Er trägt den schönen Titel Charade und den noch viel schöneren Untertitel Ein Politiker dichtet. Auf Seite 31 findet sich das Werk Entfernt, gewidmet für Peter Glotz. Gefragt, wo er leben möchte, antwortete er ganz spontan, wo ich lebe. Und die anwesenden Genossinnen und Genossen dankten es ihrem Abgeordneten mit einem herzlichen Applaus. Doch später, im kleinen Kreis, nach einigen Gläsern Wein, Peter trinkt trockenen Italiener, korrigierte er sich, leise, London. Da schien er so weit entfernt und so weich und ganz wie verloren. Mir fällt jetzt die schwere Aufgabe zu, von den Schwingen der Lyrik wieder hinabzusteigen in die öde Wirklichkeit. Was ich sagen wollte ist, richtig unmoralisch wird Lafontaine erst, wenn er über Weltpolitik spricht. Das hört sich bei ihm so an. Bis 1990 hat es auf der einen Seite den Stalinismus, auf der anderen den angelsächsischen Kapitalismus und in der Mitte die europäische Marktwirtschaft gegeben. Dann ist der Stalinismus weggefallen und jetzt hätten wir die neue Weltkonfrontation zwischen dem angelsächsischen Kapitalismus und der europäischen Marktwirtschaft. Deutschland und Frankreich sind in seiner Definition der linke Flügel im Kampf gegen Angelsachsen, schreibt er. Das muss man wissen, sonst kann man nicht verstehen, was er mit links meint. Und warum er sagt, dass Helmut Schmidt zum linken Flügel zurückgekehrt ist. Ja, aber diese These fanden wir so spektakulär. Die hat zur Anschaffung eines Werkes von Helmut Schmidt, das heißt auf der Suche nach einer öffentlichen Moral, geführt. Und nach fleißigem Suchen haben wir auf Seite 175 die Passage gefunden, die nachweist, dass Helmut Schmidt auf die Seite der radikalen Linken zurückgekehrt ist, indem er die unangenehmen Seiten des Kapitalismus als ethnische Eigenschaft der Amerikaner enthüllt. Ein Unternehmer, der mit seinen US-amerikanischen Kollegen und ihren hochkapitalistischen Verhaltensweisen nicht länger einverstanden war, hat mir einmal erklärt, die Rücksichtslosigkeit vieler amerikanischer Geschäftsleute hinge mit den drei Grundwerten der Unabhängigkeitserklärung des Jahres 1776 zusammen. Leben, Freiheit und die Suche nach dem eigenen Glück, dabei würde Pursuit of Happiness heute einseitig als Suche nach dem finanziellen Erfolg verstanden, während unsere drei deutschen Leitworte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind. Tja, und wegen dieser Tugenden hat Deutschland seit 1776 eine so feine Geschichte hinlegen können. Lafontaine sagt weiter, wer aus patriotischem Interesse die EU will, darf nicht auf England hoffen. Schon Charles de Gaulle nannte Großbritannien den Brückenkopf der Vereinigten Staaten. Großbritannien als Brückenkopf der Vereinigten Staaten, das ist umstritten. Peter Glotz. Kern Europa muss sich zusammenfinden, zur Not auch ohne Zögerlinge wie die Engländer, die ihr Land zu einem Flugzeugträger der Japaner gemacht haben. Von dem aus die europäische Industrie beschossen wird. Ein ganz großer Stratege. Er verdient den
Begriff innovativ zurecht irgendwie, denn er fliegt bereits an der Symbiose von Angelsachsen und gelber Gefahr als Gesamtverschwörung gegen Deutschland. Lafontaine sagt weiter, das Schröder-Blair-Papier ist Verrat an der europäischen Kultur. Er will die angelsächsische Dominanzkultur mit der deutschen zurückdrängen und schreibt deutsche Sprache, deutsche Musik, Literatur. Da können wir von der französischen Sprachquote lernen. Das ist im Grunde die Regression ins letzte Jahrhundert, wo die deutsche Kultur ja bereits nationalstiftend war gegen den angelsächsischen Kommerz. Dieses europäische Modell soll dem angelsächsischen Kapitalismus überlegen sein. Dazu muss Europa militärisch auf eigenen Füßen stehen. Und zur Durchsetzung einer Machtposition bedarf es der Herausbildung eines europäischen Nationalgefühls. Den Leuten sei deshalb wörtlich so etwas wie Gemeinsinn einzuimpfen. Lafontaine antizipiert eine neue Konfrontation in diesem Jahrhundert und er will uns darauf an der Seite des kontinentaleuropäischen Kapitals einschwören.